Weiter geht's heute mit Kapitel 3.4. Ein Schritt zurück in die Integrationstheorie. Die gute Nachricht ist, diese Vorlesung wird im Prinzip sehr, sehr einfach sein, wenn ihr euch an die Analysis 2 erinnert. In der Analysis 2 habt ihr P-Normen auf dem R hoch D diskutiert. Ihr habt gezeigt, dass die P-Normen Normen sind und da sind verschiedene Abschätzungen aufgetaucht. Young-Ungleichung, Hölder-Ungleichung, Minkowski-Ungleichung. Und genau das Gleiche machen wir jetzt wieder. Warum gehören die zwei Sachen zusammen? Ihr erinnert euch an eine Sache, die ihr beim Bäcker morgens im Smalltalk andiskutieren solltet. Integrale und Summen sind eigentlich das Gleiche. Das heißt, die P-Normen, die ihr kennengelernt habt, sind Integrale mit irgendwelchen P-Potenzen drin. Und genau das gucken wir uns heute an. Wir nehmen halt einfach nur keine Spezialfälle von Maßen, die endliche Summen von Dirac-Maßen sind. Dann kennen wir nämlich die Summen raus, sondern beliebige Maße. Die Beweise sind 1:1 genauso. Also ist jetzt natürlich ein bisschen abstrakt in Mathematik. Im Prinzip ist das Funktionalanalysis. Aber es ist exakt genau wie in Analysis 2. 3.4. Integralabschätzung. Und LP-Räume. So, im Folgenden sei immer Omega A μ ein Maßraum. Aber ich werde es nicht immer dazu schreiben. F nennen wir meistens den Integranten und der darf wie immer bei uns reelle Werte oder die Werte plus, minus, unendlich annehmen. Wer sich immer noch nicht daran gewöhnt hat, stellt sich einfach eine ganz normale Funktion F vor, die reelle Werte annehmen kann. Und das soll messbar sein. Ich schreibe mal hier einmal ausführlich. A, Borel, R quer, messbar. Bevor wir starten, eine kleine Erinnerung, die in diesem Kapitel enorm wichtig wird. Wir haben das schon mal benutzt, als wir die Formel ausgerechnet haben für Integrale über W-Maße im diskreten Fall. Hier benutzen wir es abstrakt. Also die Erinnerung ist, dass Integral Betrag f d μ gleich 0 ist, genau dann, wenn Betrag f gleich 0 ist, μ fast überall. Und das ist das Gleiche natürlich wie f gleich 0, μ fast überall. Ja, das war dieser Satz, den wir da benutzt haben letztes Mal. 3.1.15, glaube ich. Genau. Ja, der diese wichtigen Eigenschaften hatte, die dann die Eigenschaft, die wir benutzt haben, dass zwei Integrale gleich sind, wenn die Integranten fast überall gleich sind. Und das dritte war, dass ein Integrant fast überall endlich sein muss, wenn das Integral endlich ist. Ganz wichtig, die Sachen kommen heute ganz, ganz essentiell. So, wir starten erstmal mit den Ungleichungen, die ihr aus Anna 2 kennt. Nur, dass es jetzt für Integrale ist und es damals für Summen war. Aber wieder, weil Integrale eigentlich Summen sind, naja, halt ein bisschen verallgemeinert zu anderen Maßen, kommt als Spezialfall von den Sätzen, die jetzt kommt, immer das raus, was ihr in der Analysis 2 gemacht habt. So, das erste ist Hölder. Hölder-Ungleichung. So, da kamen diese P und Qs. Ihr erinnert euch, diese, man nennt das manchmal Adjugierten. Also wir nehmen P und Q, in dem Fall größer als 1, mit 1 durch P plus 1 durch Q gleich 1. Ihr könnt das auch anders schreiben, indem ihr hier auflöst. Ihr könnt auch einfach nur ein P
größer als 1 nehmen und Q ist dann automatisch P durch P minus 1 minus P. Einfach auflösen nach P. Ja, deswegen ist äquivalent, ob ihr 2 nehmt und das fordert oder 1 nehmt und das andere so fordert, dass es automatisch geht. So, hier ist Hölder. In dem Fall gilt für, ich nehme jetzt 2 messbare, f g von Omega nach r quer messbar folgendes. Integral über Omega, Betrag f mal g d mü, das ist kleiner gleich Integral Betrag f hoch p d mü hoch 1 durch p und Integral Betrag g hoch q d mü hoch 1 durch q. Diese Ungleichung mit Summen sollte euch bekannt sein. Aber kein Problem, wenn nicht. Ja, wenn ihr Analysis 2 verschlafen habt oder gerade Stress mit Freundin oder Freund hattet, wir machen das komplette nochmal. Das ist die Hölder-Ungleichung. Die kriegt auch eine schöne bunte Farbe. Ich schreibe hier schon mal den Spezialfall hin, der wahrscheinlich da auch einen Namen hatte. Wenn ich P gleich 2 wähle, dann ist Q automatisch gleich 2 wegen dieser Gleichung. 1,5 plus 1,5 ist 1. Dann nennt man das Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Also für P gleich Q gleich 2 heißt, ja, ich schreibe die Gleichung hin mit in dem Fall, Fg d mü über Omega kleiner gleich Wurzel, Potenz in halb, Integralbetrag f Quadrat d mü über Omega mal Wurzel Betrag g Quadrat d mü. Das heißt Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Die von euch, die große Liebe zur linearen Algebra entwickelt haben, die werden jetzt natürlich schon wieder denken, kenne ich doch bei einer linearen Algebra, Vektorräume, Hilberträume, Skalarprodukte. Genau, das gibt tatsächlich, wenn man das weitermacht, in diesem Fall einen Hilbertraum, den wir nachher auch noch definieren, der, wenn ihr da richtig Lust drauf habt, in der Funktionalanalysis richtig untersucht wird. Also, Cauchy-Schwarz-Ungleichung wie in der linearen Algebra. Beweis. Nicht schwer, insbesondere nicht, wenn man ihn schon mal gesehen hat. So. Zuallererst eine Bemerkung. Wir müssen uns keine Sorgen über Wohldefiniertheit der Integrale machen. Das ist schon mal schön. Fiese Beispiele wie bei der Cauchy-Verteilung tauchen nicht auf. Warum? Alle Integranten, die wir haben, sind nicht negativ. Das heißt, wir wissen immer, das sind entweder positive reelle Zahlen oder Null oder plus unendlich. Aber es ist immer wohl definiert. Was vielleicht auch noch an der Stelle gesagt werden sollte, alle Integranten, die hier stehen, sind auch messbare Funktionen. Ich habe ja nur angenommen, dass f und g messbar sind. Wir brauchen aber auch, dass die Produkte, Betrag und hoch p auch wieder messbar sind. Warum ist das so? Überlegt mal eine Sekunde selber. Also, warum sind sie messbar? Ja, das Produkt messbarer Funktion ist wieder messbar und die Potenz ist auch nur eine stetige Abbildung und deswegen ist die Verknüpfung von messbaren Abbildungen auch wieder eine messbare Abbildung. Okay, ein kleiner Schritt fehlte. Die Potenz ist eine stetige Abbildung und stetige Abbildungen sind Borel messbar. Und dann wissen wir, Verknüpfungen, Borel messbare Abbildungen sind, messbare Abbildungen sind wieder messbar. Genau. Also, alles ist vernünftig definiert. Ja, kein Problem mit Wohldefiniertheitsfragen. Also, alle Integrale
sind definiert. Es darf aber plus unendlich, kleiner gleich plus unendlich oder was Endliches, kleiner gleich plus unendlich dastehen. Ja, plus unendlich ist möglich. So, der ganze Beweis, wie in der Analysis 2, wenn ihr euch erinnert, basiert auf der Konvexität des Logarithmus. Und das hieß Young-Ungleichung. So, was ist die Young-Ungleichung? Young-Ungleichung sagt, dass Alpha mal Beta kleiner gleich ist als Alpha hoch P durch P plus Beta hoch P hoch Q durch Q für Alpha und Beta größer als 0. Das ist der Clou im Endeffekt. Diese Ungleichung. Und das ist die Konvexität, wenn man benutzt, dass man den Logarithmus auf beide Seiten legen darf und die Ungleichung sich nicht ändert, weil der Logarithmus wächst, dann die Logarithmusregeln benutzt und dann für diese Konvexkombination, da benutzt man Alpha und 1 minus Alpha, deswegen braucht man diese Annahmen hier. Also, das ist Young. Hattet ihr in Analysis 2 hoffentlich gemacht. Wenn nicht, mit dem Tipp, dass das Konvexität vom Logarithmus ist, kriegt ihr es auch selber hin. Ohne den Tipp wärt ihr sicherlich nicht drauf gekommen. So, erster Fall. Wir machen eine Fallunterscheidung, weil wir gleich teilen wollen durch diese Integrale. Deswegen sagen wir, wenn einer der Faktoren plus unendlich oder null ist, brauchen wir eh nichts zu tun. Und wenn er nicht null ist, dürfen wir teilen. Also der erste Fall wäre, einer der Faktoren rechts ist null oder plus unendlich. Also, ein Faktor rechts ist plus unendlich oder null. So, da müssen wir nichts tun. Warum? Naja, was ist, wenn ein Faktor null ist? Sagen wir f. Das heißt, das Integral ist 0. Jetzt gucken wir hier oben hin. Darum haben wir das oben hingeschrieben. Das heißt, wir haben diesen Fall, dass also f fast überall 0 ist. So, wenn f fast überall 0 ist, dann ist aber auch f mal g fast überall 0. Und auf der linken Seite steht auch 0. Ja, weil das Integral über eine Funktion, die fast überall 0 ist, 0 ist, weil die Funktion ja fast überall gleich der Nullfunktion ist. Das Integral der Nullfunktion ist 0, aber Integrale über zwei Funktionen, die fast überall gleich sind, gleich sind. Also Fall, ein Integral 0 ist erledigt. Ist ein Integral 0 so ist, ja, wegen dem da oben der Integrant Mü fast überall 0, also die linke Seite 0. So, und damit steht da 0 gleich 0. Okay. Und was ist mit plus unendlich? Naja, wenn rechts plus unendlich steht, dann gilt die Ungleichung sowieso. Ja, plus unendlich ist das Beste, dass es passieren kann. So, zweiter Fall. Ich darf jetzt also annehmen, dass wir auf der rechten Seite zwei reelle Zahlen stehen haben und die nicht null sind und ich also teilen darf. So, dann gebe ich denen auch gleich einen Namen. Ich glaube Tau und Sigma. Also der zweite Fall ist, dass Sigma nehme ich als das Integral über f hoch p d mü hoch 1 durch p, das ist größer als 0. Ja, 1 durch p ändert nichts, da steht also nur, dass der, ja, hat nichts mit 1 durch p zu tun. Das heißt einfach, der erste Faktor ist größer als 0
Und Tau nehme ich als zweiten Faktor und da nehme ich auch an, dass der größer 0 ist. Das ist der zweite Fall. So, und jetzt wollen wir dadurch teilen. Wir definieren jetzt, weil ich teilen darf, Alpha als Betrag f, ja, also Alpha ist eine Funktion, Betrag f durch Sigma und Beta definiere ich als Betrag g durch Tau. Und jetzt benutze ich die Young-Ungleichung und wir sind fast am Ende. Jetzt haben wir alles zusammen, um direkt die Young-Ungleichung anzuwenden, und zwar punktweise für jedes Omega aus Omega. Young punktweise. Wenn wir nochmal hier gucken, dann haben wir das schon richtig genannt. Da sind die Alphas wie bei Young und die Betas wie bei Young, und genau das wollen wir benutzen für jedes Omega, ja, also für quasi für Alpha von Omega und Beta von Omega. Für Alpha von Omega, Beta von Omega und zwar Omega aus Omega. So, dann steht einfach da, indem wir einfach Young hinschreiben, Betrag F von Omega mal G von Omega. Ja, den Betrag habe ich auf beide gezogen, durch Sigma mal Tau. Ah, das ist das Alpha von Omega, das ist Beta von Omega. Jetzt kommt Young. So, was macht Young? Das nimmt den ersten hoch P. Das steht also F von Omega durch hoch P. Sigma hoch P, das ist der erste. Dann kommt noch 1 durch P von Young. Und dasselbe mit Q für G. Tau hoch Q mal Q. So, das gilt für alle Omega. Jetzt haben wir Integrieren und Monotonie. Wir integrieren beide Seiten und benutzen Monotonie des Integrals. So, was gibt das? Das gibt einfach die zwei Konstanten, kann ich rausziehen. Ja, Linearität benutze ich also auch. Das steht also 1 durch Sigma mal Tau. Jetzt steht da Integral Betrag f mal g d mu über Omega. Hier steht jetzt die rechte Seite, da benutze ich auch Linearität. Steht also Integral, was haben wir da? Oben steht Integral f Betrag hoch p d mu. Unten steht Sigma hoch p mal p. Das Ganze hier ist hoch p. Nee, ist nicht hoch p, das ist im Integranten. Hier dasselbe, Integral Betrag g hoch p d mu durch Tau hoch Q mal Q. So. So, und was ist das? Was ist denn Sigma hoch P? Und was ist denn Tau hoch P? Da. Sigma hoch P ist das Integral hoch P. Tau hoch Q ist das Integral hoch Q. Die kürzen jeweils raus. Das heißt, das ist das und das ist das. Das heißt, hier steht einfach nur 1 durch P plus 1 durch Q und das ist nach Annahme 1. So, da steht also, die linke Seite ist kleiner gleich 1. So, jetzt multiplizieren wir diese zwei Faktoren rüber, dann steht das Integral hier, ist kleiner gleich das Produkt dieser zwei Faktoren. Aber was ist das Produkt dieser zwei Faktoren? Da müssen wir jetzt nochmal hier gucken. Das Produkt dieser zwei Faktoren ist genau die rechte Seite, die wir beweisen wollen. Das heißt, Hölder ist damit bewiesen. Ganz, ganz wichtiges Korollar jetzt für uns Stochastiker. Korollar 342. Und zwar ist P sogar ein W-Maß. Ja, unser Maß, μ, soll ein W-Maß sein, aber W-Maße schreiben wir mit P. Ein W-Maß auf A. So gilt Integral Betrag f dp
P außenrum ist kleiner gleich Integral Betrag f mit dem P innen drin. Ich darf also Potenzen P, wenn P größer als 1 ist, ja, für 1 natürlich auch, dann steht da E Gleichheit, darf ich einfach reinziehen. Das Argument ist wichtig. Ja, das ist auch so eine beliebte Klausuraufgabe, zeige das. Wie machen wir das? Wir wollen irgendwie Hölder ins Spiel bringen. Ja, wir haben gerade Hölder bewiesen. Für Hölder brauche ich aber ein Produkt. Wenn ich kein Produkt habe, wie mache ich daraus ein Produkt? Standardtrick aus Analysis 1 bei so Axiomenrechnen. Ich multipliziere mit 1. Also Integral Betrag f dp hoch p ist gleich Integral Betrag f mit der konstanten 1-Funktion. Also hier überall Omegas an die Integrale, wenn ihr wollt. Wenn ihr mittlerweile entspannt genug seid, könnt ihr die auch weglassen. So, das ist das Gleiche, wenn ich noch hoch p nehme. Jetzt bin ich in dem Setting von Hölder. Hölder sagt also, das ist kleiner gleich, das erstmal das erste, Integralbetrag f dp hoch p. Ah, das ist gut, das will ich haben. Hier kommt noch das 1 durch p. Genau, für das Innere kommt dann 1 durch p, aber das 1 durch p geht weg mit dem p von hier. Ja, also steht dann quasi hoch p hoch 1 durch p und das kürzt sich zu einer 1. Und jetzt kommt der zweite Faktor für das g ist 1, also Integral 1 hoch q dp hoch 1 durch q und p auch noch, weil das da außen das p drum hat. Ja. Das ist immer 1. Was ist das, also das Integral? Das Integral ist ein Integral über die konstante 1-Funktion, das ist der Indikator von Omega. Das ist also per Definition nichts anderes als p von Omega, das Integral. P von Omega ist 1. Das heißt, hier rechts steht 1 hoch p durch q. Das ist 1. Also steht hier das, was wir haben wollen, Integralbetrag f hoch p dp über Omega. Potenzen haben sich gekürzt, steht da. Ganz wichtig, sieht nach einer Kleinigkeit aus, benutzt man aber tatsächlich oft, dass man Potenzen bei Integralen über W-Maße reinziehen darf. Allgemein darf man das nicht. Wenn das kein W-Maß ist, bleibt halt dieser Faktor da stehen. Und dann steht da hier halt die Gesamtmasse von μ. Die könnte plus unendlich sein, wenn es ein unendliches Maß wäre. Und sonst würde eine gewisse Konstante dastehen. So, ihr erinnert euch vielleicht an die nächste schöne Ungleichung in Analysis 2. Die Minkowski-Ungleichung. Das ist 3, 4, 3. Also, die sagt folgendes, sei p größer gleich 1, so gilt Integral Betrag f plus g hoch p d μ hoch 1 durch p, kleiner gleich Integral Betrag f hoch p d μ 1 durch p plus Integral Betrag g hoch p d μ hoch 1 durch p. Auch extrem wichtig, kriege ich deswegen auch eine Kiste drum. Aber ihr seht schon, die Kiste hat keine Farbe gekriegt. Hölder benutzt man tatsächlich öfter als Minkowski. Minkowski ist sehr wichtig,
weil wir das gleich Dreiecksungleichung nennen werden. Aber Hölder benutzt man in vielen anderen Kontexten noch. Minkowski nicht so oft. So, Beweis. Im Prinzip ist das zweimal Hölder. Und Young. Naja, eigentlich nur Hölder. Zweimal. Wir brauchen erstmal ein paar Tricks. Wir zeigen etwas Stärkeres. Ja, vielleicht, also wenn ihr euch erinnert an Anna 2, dann kennt ihr den Trick auch noch. Das macht man da eigentlich auch so. Wir zeigen mehr. Also wir zeigen nicht die Ungleichung, sondern eine bessere Ungleichung. Eine Ungleichung, wo rechts die gleiche Schranke steht, aber links etwas Größeres steht. Da hat man nämlich zusätzlich noch Dreiecksungleichung auf den angewandt. Dann sieht das, wenn ich da Dreiecksungleichung drauf anwende, dann steht da Integral Betrag f plus Betrag g hoch p d μ hoch 1 durch p und rechts steht das Gleiche. Das zeigen wir. Ja, das, wenn wir das gezeigt haben, haben wir automatisch das. Weil aufgrund der Dreiecksungleichung und der Monotonie vom Integral, der Integrant hier punktweise kleiner ist als der Integrant da, also ist auch das Integral hier, Monotonie des Integrals, kleiner gleich dem Integral hier. Und wenn das Integral kleiner gleich dem ist, ist also insbesondere das Integral kleiner gleich dem. Okay, ich schreibe das nicht hin. Ich hoffe, das ist eindeutig. Deutlich, das ist einfach kleiner gleich dem. Aber ich sage nur, das reicht wegen Dreiecksungleichung und Monotonie. Des Integrals. So, jetzt gibt es zwei Dinge. Ich habe gesagt, p größer gleich 1. Für p gleich 1 gilt das hier sowieso. Warum? Alle Potenzen fliegen weg. Und dann steht da nur noch Linearität vom Integral. Also p gleich 1 ist klar. Ja, das ist Linearität und das steht gleich. Also nehmen wir p größer als 1. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt mit Hölder rumspielen darf. Und es gibt diese adjungierte q reelle Zahl, so ist 1 durch p plus 1 durch q gleich 1 ist. Ja, mit 1 geht das nicht, weil 1 durch 1 plus 1 durch 1 gleich 2 ist. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir wieder so einen Trick, dass wir erstmal sagen, ohne Einschränkung sind die Integrale endlich. Der rechten Seite. Also wenn die Integrale der rechten Seite nämlich plus unendlich wären, dann stände da irgendwas kleiner gleich plus unendlich und das ist sowieso richtig. Also ohne Einschränkung sind beide Integrale der rechten Seite endlich. Ja, sonst wäre eins der beiden oder beide plus unendlich und hier stände plus unendlich und dann wäre die Aussage sowieso richtig, weil Punkt, 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 kleiner gleich plus unendlich gilt immer. Okay. So, jetzt kommt ein kleiner Zwischentrick, der im Prinzip nichts hier mit Stochastik zu tun hat, sondern eigentlich eine Sache aus Anna 1 ist. Und zwar benutzen wir, dass a plus b hoch p kleiner gleich 2 hoch p mal a hoch p plus b hoch p ist. Für p größer 1, 1. Also es gilt a plus b hoch p kleiner gleich 2 hoch p plus mal a hoch p plus b hoch p. So eine kleine Trickaufgabe. Wir überlegen uns mal, warum diese kleine Trickaufgabe gilt. Wie macht man das? Naja, erstmal ist a plus b, das sind beides nicht negative Zahlen, das ist kleiner gleich als zweimal der größere. Ja, wenn a größer als b ist, ist das natürlich kleiner als
a plus a, wenn ich den kleineren durch den größeren ersetze. Ja, also da steht zweimal a max b hoch p. Klar. So, jetzt nehme ich das 2 hoch p raus, da kommt das 2 hoch p her. Gleich 2 hoch p mal a max b hoch p. So, jetzt ist aber, wenn ich zwei positive reelle Zahlen habe, das Maximum von denen hoch p das gleiche wie jede einzelne erst hoch p zu nehmen und dann das Maximum zu nehmen, weil die Potenzfunktion monoton wachsend ist. Also das ist das gleiche wie 2 hoch p mal a hoch p Maximum b hoch p. Ja? So, aber jetzt ist natürlich das Maximum von zwei Zahlen immer gleich, kleiner gleich als die Summe von denen. Ja, weil die Summe einen von denen enthält und noch den anderen dazu. Also ist das kleiner gleich 2 hoch p mal a hoch p plus b hoch p. Ja, ein kleines Getrickse vielleicht aus der Axiomrechnung in Analysis 1, wenn überhaupt. So, das wollen wir jetzt benutzen. Das wenden wir jetzt an auf unser f plus g punktweise und Monotonie. Warum haben wir das gerade gemacht? Schauen wir noch einmal schnell hin. Wir haben unten diese Ungleichung gemacht. Die Ungleichung erlaubt uns zu sagen, dass wenn in Stern die rechte Seite endlich ist, also beide Summanden endlich sind, auch die linke Seite endlich ist. Warum ist das so? Die Potenzen hoch p spielen keine Rolle für Endlichkeit. Und das Integral auf der linken Seite, das können wir mit Monotonie des Integrals abschätzen, indem wir das unten benutzen, weil wir die Potenz hoch p um die Summe loswerden können auf die Einzelnen. Und für die Einzelnen wissen wir, dass die Integral endlich sind aufgrund der rechten Seite. So, also ist die linke Seite endlich und wir können mit der linken Seite problemlos rumrechnen. So, und jetzt rechnen wir mit der linken Seite rum. Also nun zu Stern. Ja, wir wissen, in Stern sind alle Integrale endlich, aber wir wissen noch nicht, dass Stern gilt. Ja, weil da noch die hoch 1 durch p-Potenzen drum waren, die ich gerade für die Endlichkeit ignoriert habe, für die Ungleichung aber natürlich nicht ignorieren darf. Also Integral, Betrag f plus Betrag g hoch p dm. Das schauen wir uns an, weil das die linke Seite gibt, wenn ich nachher noch Potenzen nehme. So, der Trick ist, das so zu schreiben. Als Integral Betrag f plus Betrag g hoch p minus 1, p ist ja größer als 1, das ist also noch positiv, mal den fehlenden Betrag f plus Betrag g. Demü. So, jetzt habe ich Linearität, ich multipliziere aus und habe Linearität, bekomme also Integral Betrag f plus Betrag g hoch p minus 1 mal Betrag f demü, ja, überall ist über Omega, 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 plus den zweiten Integral über Omega Betrag f plus Betrag g hoch p minus 1 und jetzt bleibt Betrag g übrig, demü. Noch nichts passiert. Jetzt habe ich aber Produkte dastehen. Hier ist ein Produkt. Und hier ist ein Produkt. Für Produkte habe ich Hölder. Also mache ich hier Hölder. Und zwar zweimal. Einmal für das erste und einmal für das zweite. Zweimal Hölder. So, was passiert dann? Ich nehme hoch p für den Faktor und hoch q für den ersten Faktor. Da steht also Integral über Omega von Betrag f plus Betrag g hoch p minus 1 mal q hoch 1 durch Q. Das ist der erste Faktor von Hölder. Jetzt kommt dasselbe für f. Integral Betrag f, hier nehme ich das p. Ja, einmal muss ich p nehmen, einmal muss ich q nehmen. Steht hier 1 durch p. Dasselbe mache ich hier. So, wenn ich dasselbe hier mache, passiert fast das Gleiche. Der erste Faktor ist der gleiche, deswegen klammern wir den gleichen raus. Betrag f plus Betrag g hoch p minus 1. Jetzt steht da mal q und 1 durch q. Zweiter Faktor fehlt noch. Integral über Omega Betrag g hoch q d mü hoch 1 durch q. Die Faktoren sind gleich. Die kann ich zusammenziehen. Und jetzt benutze ich noch, dass q ja eine gewisse Form hat.
Q ist gerade P durch P minus 1. Das ist gerade, was ich kriege, wenn ich 1 durch P durch 1 durch Q gleich 1 nach Q auflöse. So, der Vorteil ist, hier kürzt sich was. P minus 1 kürzt P minus 1 und P bleibt übrig. Das heißt, hier bleibt stehen, Integral Betrag F plus Betrag G hoch P, d mü, Omega. Und dann habe ich was? Dann habe ich 1 durch Q. 1 durch Q kann ich auch anders schreiben als 1 minus 1 durch P. Ja, weil 1 durch Q plus 1 durch P gleich 1 ist. Und wenn ich das auflöse, das eine rüberziehe, kommt das raus. So, das ist das eine. Das klammere ich jetzt aus. Den Term habe ich zweimal. Ist hier der gleiche. Und was bleibt, ist der plus der. Also Integral Betrag F über Omega hoch P d mü hoch 1 durch P plus Integral Betrag G hoch P d mü hoch Q. Q oder P? P. Oh, das war falsch. Achtung, hier. Warum hat keiner geschrien? Ich habe ja Q bei Hölder bei dem zweiten für den ersten genommen, deswegen musste ich P für den zweiten nehmen. Ah, hinter der Kamera hat es bestimmt jemand gemerkt und laut geschrien und wir konnten es leider nicht hören. Also, auf der anderen Seite der Kamera. So, was haben wir hier? Hoch P. 1 durch P. So. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einiges Gutes. Und zwar Folgendes. Ich kann jetzt die linke Seite mit dem hier kürzen. Hier habe ich die Potenz 1. Die Potenz 1 kürze ich mit dem. Der geht weg und da bleibt eine 1 stehen. Die 1 geht damit weg. Ja, die hat sich damit gekürzt. Jetzt steht hier noch hoch minus 1 durch P. Das heißt, wenn ich das Ganze multipliziere auf beiden Seiten mit dieser Potenz hoch 1 durch P, steht links die Potenz von dem Integral hoch 1 durch P und rechts kürzt sich der weg. Ja, ich mache das mit der, das kürzt mit der Farbe jetzt. Der kürzt sich hier weg. Wird dafür hier hingeschrieben. Aber mit das Minus wird zu Plus. So, was habe ich also? Ich habe zusammen dastehen, dieses Integral ist kleiner gleich dem Integral und das ist Sternchen. Damit ist Sternchen gezeigt. Das war Minkowski. So, das war es jetzt mit hässlichen Integralungleichungen, die ihr als hässliche Summenungleichung schon kanntet. Jetzt kommen ein paar Begrifflichkeiten, die ihr möglicherweise auch schon mal gesehen habt. Vielleicht aber auch nicht. So, dem wollen wir jetzt andere Namen geben. Definition 344. Und zwar sagen wir jetzt, dass eine Funktion p-fach integrierbar ist, wenn die p-te Potenz der Funktion ein endliches Integral hat. Also f von Omega nach r quer messbar heißt p-fach integrierbar, falls Integral Betrag f hoch p d mü endlich ist. Nun Begriff. So, dementsprechend sagen wir auch noch, naja, es waren zwei Spezialfälle, für p gleich 2 spricht man auch von Quadratintegrierbarkeit. Oder sagt man, f ist quadratintegrierbar. Sagt man, f ist
Quadrat integrierbar. Was haben wir noch? Für p gleich 1 sagt man, f ist integrierbar. Klitzekleine Bemerkung, dass hier im Prinzip eigentlich zwei verschiedene Begriffe zusammenkommen. Wir haben ja schon längst gesagt, was es heißen soll, dass f integrierbar ist. Ja, der alte Begriff, f ist integrierbar oder, wenn wir das mü dazu tun, mü integrierbar. Hieß in unserer alten Notation, alte Definition, Integral f plus d mü ist kleiner unendlich und Integral f minus d mü ist kleiner unendlich. Das war unsere Notation. Wir haben schon diskutiert vor ein paar Vorlesungen, nicht gleich, genau dann. Wir haben schon diskutiert vor ein paar Vorlesungen, dass aufgrund der Linearität das gleichbedeutend ist dazu, dass Integral Betrag f d μ endlich ist. Warum? Naja, weil das Integral f plus plus f minus d μ ist. Ja, wenn die beiden endlich sind, weil die nicht negativ sind, ist das äquivalent. So, das hatten wir schon mal diskutiert. Und das ist jetzt gerade die neue Definition von hier aus dieser Sprache. F ist integrierbar. Also es passt alles zusammen. Ja, im Prinzip haben wir diese kurze Diskussion schon mal gemacht, dass wir uns aussuchen können in der Definition von Integrierbarkeit, ob Positiv- und Negativteil integrierbar sein sollen oder der Betrag. Aber nur, dass keiner an dieser Stelle durcheinander kommt, weil hier nach der Definition ja steht, Integralbetrag f d mü ist endlich. Passt zusammen. Schauen wir uns als Beispiel jetzt was Konkretes an, das ihr aus Analysis 1 kennt und wir letztes Mal auch schon beim Vergleichen von Integralen mit der Heuristik diskutiert haben. Als Beispiel 3, 4, 5 ja, aus Analysis 1. Nur, dass die Notation jetzt abstrakter ist. Wir nehmen Omega als die reellen Zahlen 1 bis unendlich. Wir nehmen als Sigma-Algebra die Borel-Sigma-Algebra auf 1 bis unendlich. Ja, das haben wir diskutiert bei den Borel-Sigma-Algebren, dass das die Einschränkung ist der Borel-Sigma-Algebra auf die Borel-messbaren Mengen geschnitten mit 1 bis unendlich. Und als Maß nehmen wir das Lebesgue-Maß auf 1 bis unendlich. Auch das war genauso definiert, dass einfach das Lebesgue-Maß eingeschränkt auf die Borel-messbaren Mengen hier, die alle Borel-messbaren Mengen auf R sind. So, in dem Fall gilt wieder, Integral Omega f d mü ist Integral, wie ihr das aus Analysis 1 kennt, von 1 bis unendlich f von x dx, zumindest für stückweise stetige f. Und ihr dürft alle Rechenregeln benutzen, die ihr aus Anna 1 kennt. So, das ist das Integral. Und jetzt kommt das Beispiel. Sei f von x gleich 1 durch x hoch a. Ja, x größer gleich 1. Haben wir letztes Mal diskutiert, was wir über Integrierbarkeit wissen. Dann gilt Integral, jetzt wollen wir über p-Integrierbarkeit reden, Betrag f hoch p d mü, Omega. Das wollen wir checken, ob es endlich ist oder nicht. Das ist also nichts anderes als Integral von 1 bis unendlich. 1 durch x hoch a mal p dx. Aber wir haben letztes Mal diskutiert, das ist ein uneigentliches Integral. Das rechnet man aus, indem man zum Beispiel mit dem monotonen Konvergenztheorem nur integriert bis n, dann den Grenzwert in n nimmt und integriert bis n geht mit Stammfunktion.
Na, das war unendlich, genau dann, wenn a mal p größer als 1 ist. So, das heißt, diese konkrete Funktion f auf diesem konkreten Maßraum ist p-fach integrierbar, genau dann, wenn p größer als 1 durch a ist. F ist also p-fach integrierbar, genau dann, wenn p größer 1 durch a gilt. Wir machen auch wieder, wie letztes Mal, das analoge Beispiel bei 0. Als erstes, hier ein zweites. Wir nehmen jetzt Omega gleich 0, 1. Da können wir es nämlich ein klein bisschen interessanter machen. A gleich Borel von 0, 1 und μ gleich Lebesgue-Maß auf 0, 1 eingeschränkt. Jetzt nehmen wir wieder das gleiche f, f von x, aber jetzt passen wir ein bisschen auf. Wir definieren das jetzt als 1 durch x hoch a für x aus 0 bis 1. Wir wollen es auch für 0 definieren, das ist ja eine Funktion, die einen Pol hat, die sieht ja so aus. Für die Stelle 0 definieren wir die Funktion einfach als plus unendlich. Ja, dann passt das da oben dazu. Nur damit wir mal ein Integral haben von einer Funktion, die einfach auch den Wert unendlich annimmt. So, dann gucken wir uns das Integral an. So, wir nehmen dieses wieder das Integral f, Betrag f auch noch, nur damit es richtig aussieht, d mü über Omega. So, was ist das? Ne, erstmal haben wir jetzt das Problem mit dem Plus unendlich. So, warum haben wir gar nicht ein Problem mit dem Plus unendlich? Wir wissen ja, wenn eine Funktion auf einer Nicht-Nullmenge plus unendlich ist und sie nicht negativ ist, dann ist das Integral automatisch unendlich. Das ist nämlich die Kontraposition der Aussage, Integral endlich impliziert Funktion fast überall endlich. Wir haben aber kein Problem, weil das eine Nullmenge ist. Also haben wir hier gar kein Problem mit und wir können auch einfach das Plus unendlich weglassen und die Funktion einfach auf 0 setzen an der Stelle. So, wenn die Funktion auf 0 ist, dann haben wir einfach diese Funktion zum Beispiel. Wir können es auch auf 1 setzen. Ja, ist auf einer Nullmenge, darf ich die Funktion ändern, wie ich will. Und einzelner Punkt ist beim Lebesgue-Maß eine Nullmenge. So, jetzt habe ich aber wieder so eine Funktion, die stückweise stetig ist. Jetzt kann ich wieder wie in Anna 1 ausrechnen. Das ist also Integral 0 bis 1. Ja, das ist eine Funktion, die für Anna 1 völlig in Ordnung ist. Was war das f hier? 1 durch x hoch a mal p dx. Und da haben wir letztes Mal diskutiert, dass das was ist? Das ist kleiner unendlich. Genau dann, wenn, na jetzt muss a mal p kleiner als 1 sein. Und wir haben also quasi, wie letztes Mal, bei 0 die Ungleichung andersrum als bei unendlich. Was sehen wir daraus? Auf diesem Raum ist die Funktion f p-fach integrierbar, genau dann, wenn p kleiner ist als 1 durch a. F ist also p-fach integrierbar, genau dann, wenn p kleiner 1 durch a ist. Das ist das zweite Beispiel, das ihr im Kopf halten könnt. Ich möchte nochmal hier ganz langsam auf die Sache eingehen. Das ist ein Lebesgue-Integral. Und in Analysis 1 habt ihr Riemann-Integral gemacht. Oder ich weiß nicht welches, Regelfunktion-Integral. Ich weiß nicht, irgendein Integral. Der Vorteil ist, oder der wichtige Fakt ist, für stückweise stetige Funktionen sind alle Integralbegriffe die gleiche. Das heißt, das Lebesgue-Integral, das wir hier haben, für stückweise stetig, ist genau das, was ihr habt. So, um dieses Problem mit unendlich loszuwerden, das ihr wahrscheinlich in Analysis nicht diskutiert habt, bei euch waren sicherlich die Funktionen alle immer endlich, sagen wir einfach, ach, kein Problem,
an der Stelle, wo die Funktion den Wert plus unendlich nimmt, definiere ich sie einfach um auf 0. Das ändert unser Lebesgue-Integral nicht, aber jetzt bin ich in dem Setting von Analysis 1 und ihr dürft es ausrechnen mit euren Techniken. Hauptsatz, partielle Integration, Substitution etc. Das werde ich noch ein paar Mal diskutieren und in der großen Übung habt ihr das auch schon zu diesem Zeitpunkt ausführlich mal diskutiert, wie das mit dem Integrieren zusammenhängt. So, was haben wir jetzt? Jetzt gehen wir einen ganzen Schritt weiter. Also, wir haben jetzt eigentlich nur ein paar Ungleichungen gezeigt. Was wollen Mathematiker grundsätzlich machen? Wir versuchen immer, Objekte in gewisse Strukturen zu schaffen, zu klassifizieren und dann für die abstrakten Strukturen Theoreme beweisen. Genau das wollen wir jetzt auch machen. Aus diesen integrierbaren oder p-fach integrierbaren Funktionen wollen wir Räume machen. Vektorräume, Banachräume, vielleicht Hilberträume, wenn es geht, etc. Warum? Weil wir dann die großen Kanonen aus der Theorie von Vektorräumen, Banachräumen, Hilberträumen benutzen können, um sie auf diese konkreten Beispiele anzuwenden. Okay, also das ist der nächste Schritt. Mit dem, was wir haben, irgendwie eine mathematische Struktur drauflegen. Dafür geben wir als allererstes der Menge der p-fach integrierbaren Funktionen Namen. Und zwar so ein krummes L hoch p von μ. Das soll einfach sein, die Funktion, die p-fach integrierbar sein. Das sind also f von Omega nach r quer, sodass f messbar und p-fach integrierbar ist. Manchmal schreibt man das Ganze auch ohne μ oder man schreibt den ganzen Maßraum dazu. μ, ne, ja, Omega a μ. So, und hier ist das erste kleine Lemma, was Strukturen angeht. Lemma 3, 4, 7. Die erste Aussage ist, dass LP von μ ein Untervektorraum des Vektorraums der messbaren Funktion ist. Ihr habt auf den Übungsblättern schon diskutiert, dass die messbaren Funktionen einen Vektorraum bilden. Ja, was muss man dazu zeigen? Man muss zeigen, dass die Summe von messbaren Funktionen messbar ist, Skalarmultiplikation messbar ist, man muss eine Null definieren, das ist die Nullfunktion. Und das ist ein Untervektorraum. Und zwar, was sind die Operationen? F plus G und Alpha F punktweise. Wie bei messbaren Funktionen. Also Alpha LP von μ ist ein Untervektorraum der messbaren Funktion mit Nullelement der Nullfunktion und punktweise definierten Operationen. In anderen Worten, LP von μ ist ein Vektorraum. So, warum? LA1, wie zeige ich, dass etwas ein Untervektorraum ist von einem Vektorraum? Na, ich nehme diese gegebene Teilmenge, ich zeige, die Null ist drin, die Menge ist abgeschlossen bezüglich Addition von Vektoren und abgeschlossen bezüglich skalarer Multiplikation. Machen wir es also. Was ist mit dem ersten? So, was ist mit der Null? Null in LP von μ. Naja, warum? Was muss ich checken? LP von μ ist die Menge der messbaren Funktionen, die dazu auch noch p-fach integrierbar sind. Ich muss also das Integral ausrechnen. Der Nullfunktion hoch p. Ja, das ist natürlich dasselbe wie das Integral über die Nullfunktion, weil das nur Null ist punktweise. Das ist Null per Definition des Integrals. Also ist es endlich.
Okay, das ist klar. Das zweite ist auch nicht viel schwieriger. Wir reden nur über reelle Zahlen hier. Also wir reden über einen reellen Vektorraum. Wir brauchen also ein reelles Skalar. Also sei Alpha aus R und F aus LP von μ. Was wir zeigen müssen für die Abgeschlossenheit bezüglich skalarer Multiplikation, dass Alpha F, punktweise definiert, auch wieder p-fach integrierbar ist. So, warum ist das so? Also ich brauche Alpha mal F hoch p d μ endlich. So, was ist das? Das ist das gleiche wie Betrag Alpha mal Betrag F hoch p, Betrag, nee, das p fehlt ja. Das ist Betrag Alpha hoch p mal Betrag F hoch p. Und dann habe ich Linearität des Integrals, kann ich also rausziehen. Steht also Betrag Alpha F, Alpha hoch p, ach, zu viele Alphas, Integral Betrag F hoch p d μ. Das ist nach Annahme endlich. Das ist eine reelle Zahl, ist klein und endlich. Also ist das Alpha F p-fach integrierbar. So, das Einzige, was halt tricky ist, dafür haben wir gerade ein bisschen geschwitzt, ist die Summe. Also wir nehmen 2 F und G in LP von μ. Wir müssen jetzt zeigen, dass auch die Summe wieder p-fach integrierbar ist. Also wir gucken uns an, das Integral über die Summe F plus G, Betrag hoch p d μ. Nach Definition wäre F plus G in LP, wenn das endlich ist. Und hier kommt jetzt Minkowski. Minkowski sagt Folgendes. Ich sollte eigentlich hoch 1 durch p hier haben. Das multipliziere ich aber auf die andere Seite. Seht ihr gleich wie. Also hier ist hoch 1 durch p. Also Minkowski sagt, das ist kleiner gleich Integralbetrag f hoch p d mü hoch also hier ist nicht 1 durch p, sondern p, hoch 1 durch p plus Integralbetrag g hoch p d mü 1 durch p. Ja, also Minkowski wäre ohne das hier hoch 1 durch p auf dieser Seite. Jetzt multipliziere ich das 1 durch p auf die andere Seite. Das ist kleiner unendlich nach Annahme. Das ist kleiner unendlich nach Annahme, weil f und g jeweils p-fach integrierbar sind. Also die Summe endlich, hoch p ist endlich, ganze unendlich. Okay, und damit haben wir die Abgeschlossenheit von Skalarmultiplikation, Summe und die Null ist drin. Also ist das ein Untervektorraum. Die ganzen Axiome des Vektorraums checken wir nicht. Das ist der ganze Trick, warum ich nur zeige, es ist ein Untervektorraum, dass ich die ganzen Kommutativitätsgedöns-Sachen euch habe zeigen lassen für messbare Funktionen und es hier nicht nochmal testen musste, weil ich einfach nur gezeigt habe, es ist ein Untervektorraum. Okay, also, das ist ein Untervektorraum, insbesondere ist es dadurch ein Vektorraum. Als nächstes wollen wir Konvergenzen definieren. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken an die Analysis 2, was brauche ich, um in einem Vektorraum über Konvergenzen zu sprechen? Ihr habt kurz überlegt, was habt ihr in Analysis 2 gemacht, um über Konvergenzen zu sprechen und Stetigkeit und alles Mögliche? Wir brauchen noch eine Norm auf dem Vektorraum, um über Konvergenzen zu sprechen. Genau, das ist der ganze Punkt. Lineare Algebra ist über lineare Strukturen, Analysis ist über Konvergenz und Stetigkeit, Stochastik ist mehr Analysis als lineare Algebra. Also, nächster Schritt ist, wie sieht's aus mit einer Norm auf LP? Da ihr aus einer Mathematikvorlesung, zumindest bei mir, nicht rausgehen solltet, ohne was Neues, Cooles gelernt zu haben, kommt jetzt noch was Neues, Cooles. Bis jetzt haben wir eigentlich nur Dinge gemacht, die ihr in Analysis 2 schon mal gesehen haben solltet. Jetzt wird es ein Ticken anders, aber es passiert jetzt wirklich was Witziges. Die wunderschönen Quotientenräume der linearen Algebra tauchen wieder auf. Was wollen wir machen? Wir haben jetzt diese p-integrierbaren Funktionen gemacht und jetzt, wie gerade diskutiert, wollen wir noch eine Norm drauf diskutieren. Die Norm könnt ihr wahrscheinlich schon erraten aus eurem Wissen aus Analysis 2. Weil die Integrale der p-ten Potenz hoch 1 durch p bei Summen genau
die P-Normen auseinandersetzt 2 sind. Das werden sie auch sein, aber hier sind das keine Normen mehr. Etwas geht schief und wird mit Quotientenräumen repariert. Guck mal an, was. Also Lemma, das ist 3, 4, 8. 3, 4, 8. Norm f p definiert als Integralbetrag f hoch p d μ hoch 1 durch p über Omega ist eine Halbnorm auf LP. Jetzt wisst ihr vermutlich nicht, was eine Halbnorm ist, deswegen schreibe ich die drei Eigenschaften einmal hin. Und danach diskutieren wir, wie sich das von einer Norm unterscheidet. Das heißt, es gelten erstens die Norm oder Halbnorm FP ist in 0 unendlich für alle F aus LP von μ. Das ist eine Abbildung von unserem Vektorraum in die nicht negativen reellen Zahlen. Okay, ist genauso bei einer Norm. So, dann wollen wir Skalare rausziehen. Alpha F P ist gleich Betrag Alpha Norm oder Halbnorm F P für alle Alpha in R und F in LP von μ. Das dritte ist die Dreiecksumgleichung. Also es soll gelten, Norm F plus G kleiner gleich Norm F plus Norm G für alle Elemente aus dem Vektorraum. Also für alle F und G aus LP von μ. Das ist, was man eine Halbnorm nennt. Was fehlt in der Definition der Norm ist die Definitheit. Definitheit heißt Norm f gleich 0 genau dann, wenn f gleich 0 ist. Warum das schief geht, das definieren wir gleich. Checken wir mal erstmal zumindest die Eigenschaften der Halbnorm. Haben wir schon alles gemacht? Beweis. Naja, das erste ist klar, weil das Integral einer nicht negativen messbaren Funktion nicht negativ ist. Argument ist zum Beispiel Vergleich mit der Nullfunktion. Integral der Nullfunktion ist 0. Wenn f größer gleich 0 ist, habe ich Monotonie des Integrals und deswegen ist das Integral nicht negativ. Okay, passt. Zweitens folgt direkt aus der Eigenschaft, aus der Definition. Wenn ich Alpha hier drin habe, dann geht das hier raus als Alpha hoch p. Betrag Alpha hoch P, dann geht es hier raus als Betrag Alpha hoch P und kürzt sich da das P mit dem 1 durch P weg. Passt. Und das dritte, das ist die Minkowski-Ungleichung. Genau das ist Minkowski. Und so solltet ihr euch Minkowski auch merken. Die ganzen Integralgleichung ist immer ein bisschen schwierig, nicht durcheinander zu kriegen. Minkowski ist nichts anderes als die Dreiecksungleichung in LP von μ mit dieser Halbnorm. Merkt euch das. Das ist die Dreiecksungleichung. Okay, das ist eine sogenannte Halbnorm. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns doch mal, Was geht hier schief? Warum ist das keine Norm? Also Definitheit bedeutet, dass die Norm von f gleich 0 ist, genau dann, wenn f das Nullelement des Vektorraums ist. Nullelement unseres Vektorraums, hatten wir gerade eben schon gesagt, ist die Nullfunktion. Das heißt, die Richtung stimmt. Wenn f gleich 0 ist, dann ist natürlich diese Norm 0, weil das Integral über die Nullfunktion 0 ist. Die Richtung ist falsch. Stimmt nicht. Ich behaupte,
das Integral f hoch p hoch 1 durch p gleich 0 nicht impliziert, dass f die Nullfunktion ist. Warum? Überlegt mal 2 Minuten oder 3 Minuten, dann ist euch hoffentlich alles deutlich klarer geworden. Ihr habt kurz nachgedacht, ihr seid hoffentlich ganz am Anfang dieser Vorlesung rausgekommen und habt irgendwas entdeckt, was damit zu tun hat. Die müssen auch Nullmengen nicht übereinstimmen und dann ist das Integral trotzdem noch Null. Genau. Wenn wir haben, dass f gleich Null, μ fast überall gilt, dann gilt Integral Betrag f d μ gleich Null. Aber dann gilt natürlich auch das gleich Null, weil wenn f gleich 0, μ fast überall 0 ist, auch halt Betrag f hoch p gleich 0 fast überall 0 ist. So, wenn das 0 ist, dann natürlich auch das hoch 1 durch p und das ist die Norm. So, was also passiert ist, es gibt tatsächlich Nicht-Null-Funktionen, die p-Norm 0 haben. Damit ist es einfach keine Norm. Die Norm will Definitheit haben. So, jetzt kurzer Vergleich mit Analysis 2. Warum passiert das nicht? In Analysis 2 ist die P-Norm genau das gleiche. Da steht halt nur die Summe f von k. Ich schreibe es mal wirklich in dieser Funktionenform. K gleich 1 bis d, wenn ihr eher auch d seid, hoch 1 durch p. Das ist die P-Norm. Der Unterschied ist hier die Nullmengen. Ja, das Maß wäre hier das Zählmaß und die Nullmengen sind der Unterschied. Hier gibt es viel, viel mehr Nullmengen, als es da gibt. Ja, wer mal möchte, kann da mal in Ruhe drüber nachdenken. So, jetzt wissen wir, okay, es geht nicht. Wir können aus LP auf die Form keinen normierten Raum machen. Das ist aber blöd, weil ihr in Analysis 2 gelernt habt, dass normierte Räume gut sind, um über Konvergenzen, Stetigkeit, offene Mengen, all so ein Zeug zu reden. Wir wollen unbedingt eine Norm auf LP haben. Geht aber nicht. Und hier kommt der versprochene schöne Trick dieser Vorlesung. Der Trick ist, wir reparieren ganz dreckig, was schief geht. Und zwar auf folgende Art. Die Funktionen, die in dieser Norm auf 0 abgebildet werden, die nennen wir einfach alle Nullfunktionen. Dann ist dieses komische Problem gelöst. Wenn wir nicht nur eine Nullfunktion haben, sondern ganz viele Nullfunktionen haben, ist das Definitheitproblem gelöst. Okay, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ist ja völliger Quatsch, es gibt nur eine Nullfunktion. Und da kommt die Idee des Quotientenraums rein. Wir identifizieren all diese Funktionen als eine Funktion. Und das machen wir, indem wir eine Äquivalenzrelation definieren. Also, Trick. Identifiziere alle f mit Norm f oder Halbnorm f p gleich 0. So, das machen wir wie folgt. Also, seien f und g äquivalent per Definition, wenn f gleich g, Äquivalenzfall, μ fast überall. Das ist eine Definition. So, Behauptung, das ist eine Äquivalenzrelation. Also Behauptung, das hier ist eine Äquivalenzrelation auf unserem LP-Raum. Überlegen wir uns schnell, warum
das eine Äquivalenzrelation ist. Was müssen wir zeigen? Drei Dinge. Reflexiv, symmetrisch, transitiv. Reflexiv heißt, f ist äquivalent zu f. Ist natürlich trivialerweise der Fall, weil natürlich f gleich f für alle Omega aus Omega gilt, also insbesondere μ fast überall. Okay. Symmetrisch ist auch im Prinzip trivial, weil einfach, wenn f gleich g μ fast überall ist, ist natürlich auch g gleich f μ fast überall. Ja, ist in diesem Fall einfach trivial mit rein definiert. Kleine Sekunde nachdenken für die Transitivität. Wenn f äquivalent zu g ist und g äquivalent zu h ist, dann soll f äquivalent zu h sein. So, wenn aber f äquivalent zu g ist, dann heißt es, dass es nur eine Nullmenge gibt, auf der f ungleich g ist. Und genauso, wenn g äquivalent zu h ist, gibt es nur eine Nullmenge, auf der g ungleich h ist. Und was machen wir jetzt, um zu zeigen, dass es eine Nullmenge gibt, auf der f gleich h ist? Wir nehmen einfach die Vereinigung dieser zwei Nullmengen. Und Vereinigungen von Nullmengen sind wieder Nullmengen und dementsprechend sind f und h gleich auf einer Menge, also f ungleich h nur auf einer Menge von Maß 0. Also, das ist okay, es ist eine Äquivalenzrelation. So, und jetzt gehen wir zurück zu LR1. LR1. Und wir betrachten den Quotientenvektorraum. Wie machen wir das? Wir definieren die Äquivalenzklassen von unserer Äquivalenzrelation. Das sind also Mengen von Elementen in LP mit der Eigenschaft, dass sie äquivalent sind. Das sind also alle G in LP von μ. So, das gilt, G ist äquivalent zu F. Und einmal ausgeschrieben, was war das? Das sind also G in LP von μ. So, das gilt, G gleich F, μ fast überall. So. Sowas habt ihr in LR gemacht. Ihr habt dann darauf Operationen definiert. Das machen wir auch. Und zwar war das Stichwort, man definiert die Operation mit Repräsentanten. Was nimmt man? Man nimmt irgendeinen Repräsentanten F, irgendeinen aus G und definiert dann die Summe davon als die Äquivalenzklasse von F plus G. Genau das habt ihr gemacht. Und ihr habt auch definiert, die Skalarmultiplikation, naja, wie macht man das? Alpha F war dann auch definiert über Repräsentanten. Also hier sind F und G in LP, irgendwelche Repräsentanten dieser Klassen. Und hier ist Alpha in R und F in LP von μ. Was passiert hier? Eine Äquivalenzklasse ist einfach die Menge von Funktionen, die fast überall gleich sind. Eine Äquivalenzklasse ist also keine Funktion mehr, sondern eine Menge von Funktionen. Jetzt definieren wir damit auch noch eine Norm, wenn wir wollen, und zwar auf folgende Art. Wir definieren das. Auch wieder über unsere Repräsentanten. So, wenn wir diese Sachen definiert haben, können wir uns daraus was Neues definieren. Und zwar nennen wir das den LP-Raum. Definiere LP mit einem krummen P, mit einem geraden P von μ als die Menge der Äquivalenzklassen, so dass F in LP von μ ist. Und jetzt kommt der letzte Satz dieses Kapitels. Aus der Eller wisst ihr, dass so ein Quotientenraum wieder ein Vektorraum ist. Und was ihr hier noch dazu kriegt, ist, dass dieser Quotientenvektorraum zusammen mit dieser Quotientennorm ein normierter Vektorraum ist. Satz. Das ist 3, 4, 9. Das erste ist, LP von μ mit dem Nullelement
die Äquivalenzklasse aller Funktionen LP, die äquivalent zur Nullfunktion sind, also alle Funktionen, die fast überall Null sind, ist ein reeller Vektorraum. Ja, und zwar der sogenannte Quotientenraum aus der linearen Algebra. Quotientenraum von Krumm-LP, kann ich lesen, Krumm-LP bezüglich der Äquivalenzrelation, die Funktion identifiziert, die fast überall gleich sind. Und jetzt die Analysis oder die zweite Analysis-Aussage zu dieser linearen Algebra-Aussage: LP von μ ist mit dieser Norm ein normierter Raum und sogar vollständig. Also LP von μ mit diesem, ich schreibe das mal so, um das klar zu machen. Ah, das ist eine schlechte Schreibweise, ich schreibe das mit dem Punkt. Ist eh vernünftig definiert, weil das eine Funktion auf dieser Menge sein soll und nur so ist es definiert als Funktion nach der Menge. Das ist ein vollständiger normierter Raum, also ein Banachraum. Normierter Vektorraum. Die Message ist also, wir können tatsächlich aus unseren messbaren p-integrierbaren Funktionen mit einem Trick einen Banachraum machen. Das Problem ist, bei dem Trick verlieren wir die Aussage, dass die Elemente von dem Banachraum Funktionen sind. Es sind keine Funktionen mehr, es sind Mengen von Funktionen. Ja, es sind, wenn ich ein Element dieses Banachraums habe, dann weiß ich nur, okay, es ist eine Funktion, eine Menge von Funktionen, die zu einem gegebenen Repräsentanten fast überall gleich sind. Kommen wir zum Abschluss noch zum Beweis davon. Der erste Teil ist lineare Algebra. Sollte euch bekannt sein, dass der Quotientenraum, der durch eine Äquivalenzrelation definiert wird, auch wieder ein Vektorraum ist mit den repräsentantenweisen Definitionen der Operation. Wenn nicht, checkt es einfach. Probiert es einfach aus, da ist keine Magic hinter, ihr müsst nur die Axiome durchprobieren. Zweitens, die Behauptung ist, dass diese neue, so definierte Norm auch repräsentantenweise definierte Norm, eine Norm ist auf dem eckig L2. Auf eckig, nicht L2, LP. LP von μ. Okay, checken wir das einmal kurz. Also erstens ist das natürlich eine Abbildung in die nicht negativen reellen Zahlen, weil das eine nicht negative reelle Zahl ist. Okay, das ist klar. Größer gleich 0. Jetzt zur Definitheit. Das war das, was eben schiefgegangen ist. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Norm P gleich 0. Und müssen zeigen, dass dann diese Äquivalenzklasse die Null-Äquivalenzklasse ist. So, was bedeutet das? Das bedeutet aufgrund der Definition, dass die P-Norm für Elemente aus Krumm-LP 0 ist. Das bedeutet, das Integral, das ist die Definition, Integral Betrag f hoch p d μ ist gleich 0. Das haben wir gerade diskutiert, das war 3,1,15. Das bedeutet, dass f gleich 0 μ fast überall gilt. Und die Definition der Äquivalenzrelation, die wir gerade gegeben haben, bedeutet also, dass was gilt? Dass die Äquivalenzklasse von diesem f gleich der Äquivalenzklasse von der 0 ist. Das heißt, wenn die Quotientennorm 0 ist, dann ist auch das Element des Quotientenraums die Äquivalenzklasse, die 0-Äquivalenzklasse. Schnell die Homogenität gecheckt. Was brauchen wir hier?
Wir brauchen die Norm von Alpha F. Was ist die? Naja, erstmal hier die Definition einmal angewandt. Das ist also die Alpha mal F. Äquivalenzklasse, hier benutzen wir die Definition. Das ist die, die P-Norm aus dem Krumm-LP-Raum. Ist da also Alpha F. Und für die hatten wir die Homogenität schon gecheckt. Da stand also Alpha-Betrag, P-Norm. Und jetzt benutzen wir wieder die Definition rückwärts. Das ist aufgrund der Repräsentantenweise Multiplikation, Definition die P-Norm der Äquivalenzklasse. Ja, Dreiecksungleichung geht ganz genauso. Das war zweitens. Drittens. Was ist das? Das ist also F plus G in der P-Norm. Naja, was ist das? Das ist aufgrund der Definition der Operation, der Additivität ist das F plus G Äquivalenzklasse. Das ist per Definition F plus G in der P-Norm auf dem Krumm-LP. L-Raum. Hier haben wir die Dreiecksungleichung. Und jetzt machen wir das gleiche rückwärts. Das ist nichts anderes aufgrund der Definition als die Norm für die Äquivalenzklasse mit Repräsentanten F und das die für G. Das heißt, LP, eckiges LP ist ein Vektorraum und es ist ein normierter Vektorraum. Damit ist der Teil gezeigt, es ist ein normierter Vektorraum. Was noch fehlt, ist die Vollständigkeit. Ihr habt jetzt Glück oder Pech, ist vielleicht Ansichtssache, im Gegensatz zu denen, die bei mir die Vorlesung vorher gehört haben. Ihr müsst euch das nicht, ihr müsst das nicht mehr über euch ergehen lassen. Ich habe eingesehen, dass es manche Dinge gibt, die man für die Funktionalanalysis noch übrig lassen darf oder für die WT1. Kommt woanders hin. Beweisen wir nicht in dieser Vorlesung. Ihr werdet es irgendwann mal sehen. Und für die Stochastik 1 Vorlesung ist das auch nicht eklatant wichtig. Okay, das ist alles zu Integralgleichungen. Weiter geht's mit dem Satz von Fubini.